Hallo Leute und herzlich willkommen hier zurück zu Let's Play The Sims 2, unsere Michaelson-Familie. Ich habe die jetzt gerade ein bisschen ausschlafen lassen. Und Esther ist am Plündern dem Kühlschrank. Wir können auch einfach mal Frühstück servieren und zwar Omelette. Dann ist auch wieder alles gut. Und Michael muss gleich zur Arbeit. Ich weiß auch um ehrlich zu sein noch nicht, wie ich das jetzt machen soll mit Baby und alles. Und Mann, Esther müsste eigentlich schon längst schwanger sein. Und das gefällt mir einfach vorne und hinten einfach alles nicht. Aber Esther macht wenigstens erstmal schön Essen. Für Michael aber eher weniger, weil Michael hat auch vorhin nochmal schön. Kannst du eigentlich nochmal die Reste nehmen? Nee, ist komplett aufgebraucht. Oh. Ja, jetzt gehst du nochmal schlafen, oder was? Deine Fahrgemeinschaft kommt gleich, ist dir klar, ne? Och, och, nö. Och, nö. Och, nö. Warum brennt eigentlich immer alles? Esther verhungert mir hier gleich, ne? Du musst zur Arbeit, hau ab. Stopp! Und du gehst jetzt erstmal zur Arbeit. Und du hier isst deine verbrannten Omelettes. Ja, wirst du es trotzdem essen? Ja. Schmeckt wahrscheinlich super, super scheiße, aber ganz ehrlich, wer hat's denn verkackt? Ja, zum Frühstück gibt's erstmal eklige Omeletten, den Rest, den kannst du auf jeden Fall abspülen. Und darfst du auch ruhig duschen gehen. Und das darfst du recyceln und das darfst du auch recyceln. So, erstmal den ganzen Kram wegkriegen hier. Erstmal jetzt duschen. Aus Klo darfst du auch noch, das darfst du auch säubern. Und dann darfst du auch Simoleons ernten und gießen. Dann gleich ein kleiner Wuffi. Oh, ein kleiner Wuffi. Ein toller Wuffi. So, guck mal, jetzt machst du hier erstmal fleißig den ganzen Dingens weg. Und dann wollte ich einmal gucken. Hier, guck mal, du brauchst die Toilette mal nicht säubern, das machen wir später. Fähigkeiten prüfen können wir mal machen. Dann kann ich mal gucken, was wir so Tolles denn können. Guck mal hier. Ex-Flammo. Ihr lodernden Flammen, macht euch von dannen. Lasst Qualm und Rauch hier. 1, 2, 3, 4. Was haben wir denn da? Habe ich das denn alles? Mystischer Staub. Kristallisierte. Was? Kristallisierter Mondstrahlen. Und Zauber kann ich jetzt immer noch nicht wirken, ne? Kannst du mal ganz kurz das hier gießen? Und das einmal ernten und gießen? Und dann eventuell auch Mittag- oder Abendessen servieren, einen Chefsalat in der Hoffnung, dass du dann da nichts verkackst. Weil dann haben wir wieder was zu essen auf jeden Fall. Die werden aber auch nicht ganz richtig satt, ne? Guck mal, nimm dir noch einen Teller. Guck mal, dann kannst du die Reste auch. Wobei. Ne, du hast gegessen. Und dann kannst du die Reste weglegen. Und Michael, du gehst einmal schnell duschen, weil du stinkst wie die Hölle. Wenn die Hölle denn stinken sollte. Ja, du kannst eben schnell. Nein, nicht das Bett machen, nicht das Bett machen. Du kannst eben schnell schlafen. Okay, jetzt geht er auch schlafen. Das war jetzt nicht so meine Intention. Steh mal auf und du auch. Wir probieren es nochmal mit dem Baby. Und eventuell gehst du dahin und du dahin, damit ich ein neues Bett auch kaufen kann. Weil das finde ich irgendwie hier grauenvoll. Das ist irgendwie, wie wenn gebraucht wird.
Nein. Das ist doch jetzt nicht euer Ernst. Ihr braucht das nicht. Ey, ich raste aus. Ach scheiße, was habe ich gemacht? Verdammt. So, und weg. Ein neues, gutes Bett muss hin. Ein vampiriöses Bett. Wie teuer ist das? Oh, 3000 kostet das einfach, oh mein Gott. Ich finde das gar nicht mal schlecht. Das finde ich sogar, die Kombi finde ich sogar ganz cool. Ja, guck mal, da passen die auch rein. Guck mal, jetzt kannst du auch schlafen in der Hoffnung, dass das auch schneller geht hier. Ach, guck mal, jetzt erholen die sich wirklich schneller. Jetzt haben die hier so ein schönes Vampirbett stehen. Gehen jetzt nicht ans Telefon, wir lassen das einfach. Wir lassen die kurz eben ausschlafen. Ey, das geht so viel schneller jetzt. Boah, wir brauchen echt einfach nur die besten Möbel, die es gibt. Und dann passt das alles auch. So, guck mal, das reicht jetzt auch. Michael, du kannst einmal schnell aufs Klo. Und dann kann Esther eigentlich schon mal... Esther kann schon mal hier... Esther, du bist doch eine wenig böse Hexe. Oh mein Gott, was wird das denn? So, guck mal, du kannst ja trotzdem... Ihr könnt ja trotzdem flirten ein bisschen. Händchen halten. Wo bist du denn hin? Da bist du. So, dann... Plaudern könnt ihr auch ein bisschen. Dann könnt ihr euch hier eng umschlungen um küssen und romantisch. Und, habe ich eigentlich gar keinen Zauberstab? Muss man sich einen Zauberstab erst kaufen? Oder habe ich einen Zauberstab und ich weiß es noch nicht? Nee. Ich habe offensichtlich keinen Zauberstab. Schade. Überreden zu Bibi machen. Nein, schade. Fragen... Ich will doch nur ein verdammtes Baby. Wertschätzen, bewundern. Guck mal hier. Oh, die müssen doch jetzt irgendwie... Kannst du mir doch nicht erzählen, dass ich das jetzt irgendwie nicht hinkriege. Das ist in Sims 3 und 4 so viel einfacher. Zärtlich. Komm schon. Oh, die tragen gar keine Früchte mehr, kann das sein? Ich hab's verkackt. Auf Arm rumschmusen, kneifen. Abknutschen. Ach man, ich will doch nur ein verdammtes Baby machen. Jetzt... Leute, macht einfach verdammtes Baby. Ja, für die Natur, es tut mir sehr leid. Ich versuche jetzt gerade einfach... Auf Teufel komm raus, dieses verdammte Baby zu erzeugen, aber es funktioniert einfach nicht. Ich bin gerade sehr enttäuscht. Ich gebe es gerade so ein bisschen auf.
Posage. Irgendwie funktioniert das nicht so, wie ich das will. Was brauchst du eigentlich für deinen Job? Wir könnten ja mal ein bisschen hier. Komm mal, du kannst ja noch ein bisschen trainieren. Komm, lass das jetzt einfach gut sein. Wirklich Bock habe ich jetzt nicht. Komm, du kannst aber mal den Garten pflegen gehen. Oh, scheiße, ich habe verkackt. Wir haben den Garten komplett zerstört. Ach Mensch. Also ich habe den Garten komplett zerstört. Guck mal, wir können aber hier mal pflanzen. Tomaten, pflanzen, Tomaten. Hier können wir auch mal Tomaten pflanzen. Und da auch. Und hier. Nachdem du das natürlich gepflegt hast. Gurken können wir auch pflanzen. Sehr geil. Und Erdbeeren. Glückwunsch, im Dreck wühlen ist gar nicht so schlimm. Esther erhält den Bronze-Garten-Talentorden. Körperpunkte und Spinnen fangen. Ja, toll, super. Toll. Du bist fleißig am Trainieren. Wirklich stoll und effizient gearbeitet haben wir jetzt. Nett. Angeln könnten wir auch eigentlich mal gehen. Könnten wir mal Objekt fertigen? Oh. Kleine Miss Vendelin. Dalin. Dalyn? Oder kleine Vendalin? Vendalin? Aber wir könnten mal eine Stehlampe Kralle der Finsternis machen. Das würde mich jetzt schon interessieren, ne? Das sieht schon cool aus. Oh, verdammte Hacke. Findest du im Objekt in Esthers Inventar? Okay. Ah. Aha. Die. Ah, nee, scheiße, so. Das ist ein offenes Feuer. Die kommt sowas von raus. So. Objekt. Cool. Mach mal die Skulptur. Gucken, was die bringt. Will ich jetzt. Oh, die ist ja cool. Oh, die ist toll. Die mache ich, die tue ich hier auf dem Pott. Und mit auf dem Klo. Nee, verdammt, so. Kannst aber auch gerne mal Reste nehmen. Aber wirklich was tun, tut sie nicht, ne? Nee, das ist einfach dieses. Oh, gibt's nicht dieses My-Sims oder so? Das gab's doch auch irgendwie für ein DS oder sowas. So sieht die halt aus. Dann kannst du die Reste weglegen. Was können wir noch so Tolles machen? Viele Reagenzien herstellen, Trank brauen. Aufgeben, nein. Trank brauen. Hex die Hex weg. Das will ich bestimmt nicht. Mystischer Staub. Das könnten wir mal herstellen. Guck mal, perfekt. Den stellen wir gleich noch ein zweites Mal her. Bei dem brauchen wir auf jeden Fall für unseren Zauber da. Oh, ein kristallisierter Mondstein, den brauchen wir auch. Zweimal, glaube ich. Jetzt verstehe ich auch. Ah, wir müssen das mit dem Topf herstellen. Das finde ich jetzt schon cool. Michaels Fahrgemeinschaft fährt in einer Stunde. Okay, ich habe verstanden, wie das Hexensein funktioniert. Das finde ich top. Ach, scheiße, wir müssen noch Post holen. Ja, du musst jetzt leider zur Arbeit, aber ganz, ganz hurtig. So, und wenn du fertig bist, dann kannst du die Post mal holen. Komm, stell den ganzen Krams her. Perfekt, ist alles hergestellt. Jetzt haben wir die Post geholt. Nein, du gehst erst die Post bezahlen.
Und jetzt kannst du ruhig schlafen, genau. Ja, oder so. So, dann, okay, Hexendasein haben wir jetzt irgendwie herausgefunden, wie das funktioniert. Finde ich nicht schlecht. Muss ich ehrlich sagen, finde ich ganz cool, dass wir das jetzt können. Problem ist, ich komme einfach nicht dazu, dieses verdammte Baby zu machen. Also ein Baby haben wir bis jetzt immer noch nicht gemacht und das regt mich extrem auf. Weil du kannst eigentlich auch direkt schlafen gehen ein bisschen. Damit hier die Energie wieder ein bisschen voll wird. Ey, die schlafen ey mehr was als dass sie irgendwie was tun. So, reicht dann jetzt auch. Stopp. Spaß brauchst du. Du gehst erstmal direkt Computerspiele spielen. So, komm. Hier mal ein bisschen was spielen. Dann geht hier auch das Spaßlevel wieder hoch, bevor du verrückt wirst. Und haben wir das jetzt alles hergestellt? 15. Boah, wir haben das 15 Mal hergestellt. Wir brauchen auf jeden Fall den kristallisierten Mondstein. Ah, nee, verdammt, du musst erst was essen. Stopp. Hey Michael, kann ich Esther sprechen? Nein. Jetzt nicht. Wir müssen nämlich. Wir nehmen uns erstmal Reste. Hören jetzt mal auf zu spielen. Das reicht. Du bist auf dem Klo. Das ist, akzeptiere ich. Das ist alles okay. Du gehst jetzt erstmal das Reste essen. Genau. Dann gehst du einmal hier. Dann gehst du das einmal ernten. Und. Hast du nicht gesehen? Also, du nimmst jetzt mal schön was zu essen. Ist was. Och, dieses Telefon. Ich ignoriere schon mit Absicht immer alles. So, wir benutzen nach das Klo einmal. Und noch ein Hund. So, und jetzt gehen wir das herstellen. Das, nee, 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 nee. Das ist ein Reagenzchen und ein kristallisierter Mondschein. Möchtest du einen Ausflug Downtown machen? Ja, warum nicht? Wir machen jetzt alle zusammen einen Ausflug. Nee. Nachtclub, Krypta. Symbol. Sonnenscheinpark. Parkfreie Körperkultur, oh nee. Komm, wir gehen einfach mal in den Nachtclub. Ja, ist ja gut. Okay, komm, reicht. Ja, du musst ja mitreisen, ne? Dankeschön. Und jetzt reisen wir doch noch irgendwo hin. Yeah! Doch noch ein Ausflug, ey. Einmal ha Party hart und, Mann, ey. Das ist irgendwie voll anstrengend, Babys in die Sims 2 zu machen. Also, ihr könnt mir mal gerne in die Kommentare schreiben, ob das jetzt einfach nur daran liegt, dass ich zu doof bin. Oder ob da irgendwie was nicht stimmt oder sonst was. Also. Ich finde das ja, also, das ist mal ganz ehrlich, in die Sims 3, das geht super schnell, in die Sims 4, das geht super schnell mit Babys machen. Also, verstehe ich nicht, warum das jetzt hier so ist. Aber wir machen jetzt mal Party hart. So, uns geht's, glaube ich, aber nicht ganz. Okay, doch, uns geht's ganz gut. Guck mal, wir können ja mal tanzen. Alleine. Und du kannst da mitmachen. Wir sind jetzt auf der Tanzfläche. Perfekt. Ich dachte, du willst tanzen. Mitmachen, los. Wollte uns nicht hier jemand, irgendwie ein Freund oder so treffen? Bist du das, der uns treffen wollte? Ich glaube, ja. Aber cool, dass die beiden auf jeden Fall Spaß haben. Kann man damit was machen?
Nee, leider nicht. Aber es ist cool, dass es hier so ein Restaurant noch mit bei gibt. Ja, aber irgendwie, wo ist denn der Typ, der uns eingeladen hat? Hm. Um ehrlich zu sein, würde ich lieber nochmal an dem Baby irgendwie... Ah, Mensch. Entweder ich keinen Punkt erhalten, das kann man machen. Was haben wir da? Das benutzen wir jetzt mal. Wir machen das mal auf leicht, bevor wir hier sterben. Weil ich habe gehört, davon kann man auch sterben in die Sims 2. Also ich glaube, das ist auf jeden Fall möglich. So, komm. Gib mal dein Bestes hier. Ach du Heilige. Okay. Was machst du da? Mach das Bein wieder. Mach zurück. Ich glaube, der findet das gar nicht mehr so lustig. Michael, was hast du da eingebrockt, ey? Boah, ich stelle mir das voll anstrengend vor, ey. Was machst du eigentlich? Willst du nicht einen Drink bestellen? Zauber wirken können wir leider alles nicht. Schade. Ach, wir haben schon bestellt. Oh. Okay, wusste ich nicht. Tut mir leid. Oh Mann. Okay, komm, das reicht jetzt. Hast du dein Getränk ausgetrunken? Ich glaube, es wird langsam Zeit zu gehen, Esther. Guck mal, dann kannst du schon mal das Taxi rufen, was uns nach Hause fahren soll. Guck mal, jetzt chillt er da hinten drin. So, wir wollen nach Hause, bitte. So, Esther, guck mal, dann kannst du jetzt auch schon mal aufhören, dich hier mit den Leuten zu unterhalten. Ach, wir stinken. Wir gehen mal raus. Kannst auch draußen bleiben. Kannst auch draußen bleiben, Michael. Perfekt, guck mal, da kommt unser Auto. Unser Auto. Perfekt, wir stinken auch schon voll, deswegen ist es ganz gut, wenn wir jetzt mal nach Hause gehen, was ein bisschen duschen. Ich habe jetzt nicht gecheckt, wer uns eingeladen hat, aber ich glaube, der Typ, der jetzt auch mit in diese Kugel gegangen ist, der war das. Also, denke ich, glaube ich, hoffe ich. Also, wäre schon weird, wenn er uns einladen würde und einfach nicht auftaucht. Also, könnte ich mir auch gut vorstellen. Aber, ja, es hat sich gerade, also die Aufnahme hat gerade geleckt. Okay, gut, jetzt läuft sie. Ich bin gerade überlegen, ob die gerade wirklich die ganze Zeit am Laggen war. Das wäre nämlich nicht so cool. Dün, dün, dün. Und wir sind zurück. Esther, du darfst direkt duschen. Und du darfst direkt was essen. Guck mal. Esther direkt am Duschen, du direkt was am Essen. Passt doch. So, und haben wir jetzt... Perfekt. Wir haben alles zusammen. Nee. Beanspruchen, genau. Oh, ich dachte schon. Huh. Fähigkeiten prüfen, so. Guck mal, jetzt haben wir auch alles zusammen für den einen Zauber da. Hier, das hier für Ex Flammo. Haben wir alles da. Wie machen wir das? Hallo?
Haben wir doch. Wie lernen wir das? Hey, ich verstehe das jetzt gerade nicht. Ist das nicht gute Magie? Gute Zauber, genau. Das sind böse Zauber. Oh, die sind aber, das ist aber ganz schön viel Krams, was ich dafür brauche. Ich möchte gerne das hier lernen. Wie lerne ich das denn? Ah. Nee. Ach nee, was für Unkrautjäten. Wir probieren jetzt nochmal hier das mit dem Baby. Wenn die schon dabei sind. Ich verstehe das gerade nicht. Ich muss mir das einfach nur mal angucken. Weil irgendwie. Ich finde, es macht wenig Sinn. Ich habe jetzt die Materialien für ein Inflammo, aber ich kann den nicht machen. Das finde ich jetzt gerade ein bisschen bescheuert. Was haben wir denn für eine Fähigkeit, die wir maximieren können? Wie gehst du denn das Bett machen? Nee, hä? Das verstehe ich jetzt gerade vorne und hinten nicht. Schreibt mir mal bitte in die Kommentare, wie denn das jetzt mit den ganzen Hexenkrams wirklich abläuft. Also, ob ich das falsch mache. Und das mit den Babys würde mich unglaublich interessieren, weil ich möchte jetzt eigentlich schon, dass Esther schwanger wird langsam. Und, ja, das mit den Zaubereien halt. Also, das mit den Zaubern, das interessiert mich auch. Also, wirklich sehr, weil ich habe keine Ahnung, was ich falsch mache. Gut. Ich bedanke mich an dieser Stelle fürs Zusehen. Ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal wieder mit dabei, wenn es heißt Let's Play The Sims 2, unsere Originals-Familie. Bis dann, euch einen wunderschönen Tag und tschüss.